Du bist auf der Suche nach einem schnellen und leichten E-Bike, was man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht als E-Bike erkennt, dann bist du hier genau richtig. Das E-Strada stellen wir dir hier in diesem Video vor. Viel Spaß! Was ist das Strada? Das Strada ist ein schnelles Cityrad. Ihr habt hier ein etwas moderateres Sitzen als auf einem Rennrad oder auf einem Gravelbike, aber ihr habt seid trotzdem mit Rennradkomponenten ausgestattet. Sprich, hier ist meistens eine Schaltung verbaut, die aus dem Rennradbereich kommt. Dementsprechend hat dieses Rad auch einen wahnsinnigen Vortrieb. Das Ziel vom Strada war immer, ein möglichst schnelles Cityrad zu sein. Deswegen haben wir auch vorne meistens keine Federgabel drin oder halt nicht, was heißt meistens, es ist eigentlich keine Federgabel drinnen, sondern es ist wirklich ein Rad, was sich an den schnellen Pendler richtet zum Beispiel. Ihr habt hier immer noch meistens die Möglichkeit, Gepäckträger hinzumachen. Also von dem her könnt ihr da auch so eine kleine Laptoptasche mit hinbauen. Aber es richtet sich wirklich an die Leute, die sehr schnell unterwegs sein wollen. Das Ganze gibt es jetzt auch noch als E. Und wie ihr es auf den ersten Blick seht, man sieht diesen Motor nicht wirklich. Das handelt sich hier um einen Mahle X20, der neueste Spross Mahle Hecknabenmotor. Und der hat den Vorteil zum X35, er ist noch mal leichter geworden, er hat wesentlich mehr Power. Mahle selbst gibt die Werte immer so an im Vergleich zu einem Mittelmotor. Der X35 hat im Bereich Mittelmotor, hätte er ungefähr eine Power von 40 Newtonmeter. Der X20 hat jetzt noch mal ein bisschen mehr und fühlt sich an wie ein 60 Newtonmeter Mittelmotor. Also ihr habt hier schon sehr viel Druck auf dem Hinterrad. Das Gute ist, durch den Heckmotor habt ihr natürlich auch weniger Kettenverschleiß. Also wer das Rad wirklich täglich als Pendler einsetzen will, der hat hier relativ lang Spaß mit seiner Kette und mit seinem Zahnkranz hinten, weil er halt einfach weniger Verschleiß hat. Es fährt sich auch sehr sportiv, also es ist extrem schnell. Der Vortrieb, man ist sehr schnell auf diesen 25 und alles, was drüber ist, lässt sich auch super pedalieren. Ihr habt hier nicht wie beim Mittelmotor das Problem, dass ihr dann diesen Motor da ewig mittreten müsst, sondern ihr fahrt einfach dahin und ihr spürt diesen Motor dann hinten gar nicht mehr. Schauen wir uns das Rad aber mal von vorn nach hinten an. So, wie gerade eben schon erwähnt, es ist ein hartes Rad. Also es hat hier keine wirkliche Federgabel drinnen. Das ist jetzt auch das Topmodell. Hier haben wir eine Carbongabel und wir haben sogar zwei Ösen dran. Ihr könntet hier sogar, glaube ich, noch einen Lowrider hinbauen. Also ihr habt ja auch die Möglichkeit, vorne vielleicht ein kleines Gepäck noch mitzunehmen. Ansonsten haben wir hier noch einen 40er Reifen drauf. Ich würde fast nicht breiter gehen, weil sonst habt ihr ein Problem, dass dann Steinchen oder sowas durch Schutzblech euch durchschieben und alles relativ laut sich das anhört. Also ein 40er Reifen ist aber auch natürlich für den Vortrieb wesentlich besser, als wenn ihr da einen dickeren Reifen noch drauf macht. Wir haben hier noch ein Kunststoffschutzblech mit drauf, also ihr seid hier auch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was allerdings bei dem Schutzblech auch immer der Fakt ist oder was bei den Stradas insgesamt ist, ihr müsst hier sehr stark auf die Fußstellung, auf den Pedal achten. Also da ist der Abstand sehr gering, das heißt, es ist eher so auch in dem Bereich, wenn ihr mit Klicks fahrt oder sowas, dann ist das natürlich super. Ansonsten müsst ihr da schon ein bisschen schauen, sonst kann es halt wirklich sein, dass ihr mal mit dem Fuß irgendwie hier das Schutzblech haut. Wir haben jetzt vorne auch noch eine ungelabelte Shimano-Bremse drauf, also eine Zweikolbenbremse. Damit stoppt ihr euch auf jeden Fall wieder schön runter. Vorne eine Supernova Mini, ist auch ein sehr helles Licht, aber es hat natürlich den Vorteil, sie ist extrem klein. Dementsprechend schmiegt sie sich so auch in das Design des Rades ganz gut an. Wir gehen mal nach oben. So, und weil das natürlich auch einem Rennrad sehr ähnelt, haben wir hier vorne auch wieder so diese schöne Integrationslösung von Stevens, wo die Kabel alle unter dem Vorbau langgeführt werden. Man sieht sie nicht wirklich, also man hat hier wirklich eine schöne, clean Optik und das schmiegt sich alles so ineinander überein. Ansonsten, ihr habt hier die Möglichkeit, noch eine optional erhältliche Remote dazu zu bestellen. Also ihr könnt, standardmäßig wird es ausgeliefert mit der Bedieneinheit hier oben im Oberrohr. Es gibt aber auch von Mahle selbst dann eben eine Remote, das heißt quasi eine Fernbedienung für den Daumen. Da könnt ihr die dann auch noch dran bauen und dann habt ihr dann auch die Möglichkeit, das Ganze über den Daumen zu steuern. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, über die App-Anbindung von Mahle das Ganze hier vorne einfach sein Handy drauf zu schnallen und dann habt ihr auch die ganze Übersicht da vorne mit drauf und habt dann eigentlich ein vollwertiges Display. Ansonsten haben wir hier jetzt noch einen Knopf für das Licht. Fürs Fernlicht, da könnt ihr quasi das Fernlicht nochmal zuschalten. Also ihr habt hier wirklich auch, wenn es mal dunkel ist und ihr von der Arbeit heimfahrt, seht ihr alles und ihr werdet auch gut gesehen.
Bedieneinheit habe ich schon gesagt, die befindet sich hier oben im Oberrohr, ist jetzt schon die zweite Bedieneinheit. Es gibt formale zwei verschiedene, eine mit dem Kreis, die ist auf den anderen beiden Modellen von dem Strada drauf. Hier ist es jetzt die etwas andere, die hat so eine LED, ja, so eine Art Lauflicht oder sowas in der Richtung, und da könnt ihr dann auch relativ schnell sehen, in welcher Stufe ihr euch befindet, und ist eigentlich sehr intuitiv. Schauen wir uns den Rahmen mal genauer an. Ich habe schon gesagt, es gibt drei Modelle vom Strada. Das ist jetzt hier das Topmodell, das hat einen Carbonrahmen. Die anderen beiden Modelle, die sind beides Aluminiumrahmen, und ihr habt bei einem sogar noch die Wahl, nicht die Wahl, sondern das eine hat dann noch sogar noch ein Piniongetriebe drin, aber das zeigen wir euch dann gleich. Hier ist es jetzt ein Carbonrahmen. Wichtig war Stevens hierbei, dass die Rahmen alle gleich ausschauen, egal ob Carbon oder Aluminium. Also ihr habt die Optik, habt ihr bei allen Rädern gleich, auch die Formsprache des Ganzen ist immer gleich. Das war eben, wie gesagt, Stevens sehr wichtig, dass das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, ob es jetzt ein Alu- oder ein Carbonrahmen ist. Schmiegt sich auf jeden Fall alles schön an, also schöne Kanten. Die Sattelklemmung ist direkt im Rahmen drinnen, also ihr habt hier auch keine so eine unschöne Sattelklemme da oben, sondern das ist im Rahmen verbaut. Und ihr seht hier schon, hier sind ein paar LEDs drin, das ist die Lightscreen-Sattelstütze. Die hat die LEDs fürs Rücklicht einfach da so in dieser Sattelstütze mit drin, ist natürlich auch fürs Design richtig, richtig gut. Hier im Unterrohr befindet sich dann der Akku. Hier beim X20-Motor haben wir jetzt einen 208 Wattstunden Akku drinnen, der ist auch nicht entnehmbar, also ihr könnt ihn nicht rausnehmen und irgendwo daheim laden, sondern ihr müsst das Rad schon immer in der Nähe einer Steckdose parken. Laden könnt ihr es dann hier unten über so eine Klappe, es ist eine Gummilippe oben drauf, die dichtet dann auch ein bisschen ab, und da könnt ihr es dann einfach anstecken. Es gibt optional noch einen Range Extender, das sind auch wieder zwei verschiedene Versionen. In den Alu-Rahmen gibt es den mit ein bisschen was über 200 Wattstunden, und für den X20 ist er unter 200 Wattstunden. Also da habt ihr, glaube ich, 180 oder 195. Wir blenden es euch auf jeden Fall mal ein. Wie gesagt, da ist dann ein anderer Range Extender drauf, aber ihr könnt halt eben die Reichweite so auch noch ein bisschen strecken. Schauen wir uns mal die Schaltung an. Hier sind wir wieder beim Rennrad. Wir haben hier eine 2x11-fach Ultegra-Schaltgruppe. Ist eine mechanische, also keine Diatur. Ihr habt ja die Möglichkeit, sehr schnell das Schaltseil zu wechseln, sollte es mal einen Defekt geben. Aber damit habt ihr natürlich auch die ganze Bandbreite. Wer Mittelmotoren kennt, wir haben meist nur ein Kettenblatt. Es gibt Motorenhersteller, die haben da vorne auch die Möglichkeit zu wechseln. Aber bei Bosch oder Shimano zum Beispiel habt ihr da immer nur ein Kettenblatt. Hier habt ihr jetzt wirklich eine vollwertige Schaltung. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass ihr sagt, ihr holt euch noch ein Hinterrad ohne Motor, dann könntet ihr das umbauen. Das Einzige, was drin bleibt, ist der Akku und eben die Kabel, aber ihr könnt den relativ schnell ausbauen, und dann könntet ihr das andere Rad reinstecken und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze auch ohne Motor zu fahren. Aber ganz ehrlich, braucht ihr eigentlich nicht. Dieser Motor, du spürst ihn nicht, du hörst ihn fast gar nicht. Es ist Fahren wie mit einem normalen Fahrrad mit ein bisschen Boost noch hinten raus. Wie gesagt, vollwertige Schaltung, hinten auch wieder ein Kunststoffschutzblech, und wie gesagt, die Möglichkeit, hier einen Gepäckträger hinzubauen, die besteht. So ist es natürlich eher so die cleanere Optik, aber wer das benötigt, das geht auf jeden Fall. Das geht bei allen dreien. Die anderen beiden kommen sogar in Serie schon mit einem Gepäckträger. Auch noch ein kleines Gimmick, wo Stevens eigentlich sehr gut nachgedacht hat. Wir haben nicht nur hier oben die kleinen LEDs in der Sattelstütze, sondern wir haben hier im Schutzblech auch nochmal ein Licht. Das heißt, ihr habt zweierlei Rücklichter, also von hinten dürft ihr auf jeden Fall gesehen werden. Hinten auch wieder, jetzt hat einen 40er Reifen drauf, also wie gesagt, schmal, schnell und auf jeden Fall haltbar. Das ist das Carbon Strada. Wir schauen uns jetzt mal die Pinion Version an. Hier haben wir jetzt das interessanteste Stück des Ganzen. Es ist ein Alurahmen, und hier ist noch Platz, oder wurde Platz geschaffen für die Schaltung. Die Schaltung befindet sich komplett hier vorne drin, ist ein Piniongetriebe, ist eine 18-Gang-Pinion sogar. Also ihr habt hier die riesengroße Bandbreite, und es ist halt eben so eine Getriebeschaltung im Tretlagerbereich. Hat den Vorteil, ihr nehmt natürlich das Gewicht von hinten in die Mitte des Rades, dadurch bleibt das Rad extrem wendig, oder wird das Rad extrem wendig, und ihr habt hier hinten eigentlich nur noch die Zahnscheibe für den Riemen. Das Ganze ist ein bisschen wartungsärmer als die Kettenschaltungsmodelle, weil ihr habt hier natürlich nicht immer, da kann nichts rosten oder irgendwas, sondern ihr habt hier die Möglichkeit, wirklich das ganze Jahr über mit diesem Rad zu fahren, ohne dass ihr viel Pflege braucht. Einfach ein bisschen mit dem Wasser drüber, und dann ist es auch schon wieder sauber. Ihr seht jetzt hier auch schon, wie das gelöst ist mit dem Gepäckträger. Also der wird hier im Rahmen verbaut und ist dann so auf dem Schutzblech oben drauf. Schaut
schmiegt sich eigentlich ganz nett so an diesen Rahmen ran und trägt nicht zu krass auf. Also es schaut jetzt nicht aus, wie als wäre es dann ein Trekkingrad, sondern es bleibt immer noch sehr sportlich. Hier im Heck arbeitet dann auch der X35, also wie gesagt, der etwas andere Motor. Beim Carbon haben wir den X20. Wer jetzt halt denkt, das ist bestimmt kompliziert mit dem Hinterradausbau, das ist in zweierlei Lösungen gibt es dafür. Hier beim X35 ist es so, ihr habt das Kabel noch hier unten drinnen, das müsst ihr einfach trennen und dann könnt ihr das Hinterrad rausbauen, ist eine Sache von 5 Minuten. Beim X20 ist es sogar noch ein bisschen innovativer, da könnt ihr einfach nur das Hinterrad rausschrauben, denn da wurde das anders gelöst von dieser Steckverbindung, die ist in der Narbe mit drinnen und die rastet dann einfach nur ein. Also ihr könnt da einfach nur die Schrauben lösen, lasst das Rad nach unten raus und dann habt ihr eben keinen Stecker lösen. Also das ist auch nochmal ein Vorteil natürlich vom neuen X20, aber der ist halt dann eben nur in der Carbon-Version mit drinnen. Beim Pinionrad ist es jetzt so, oder auch bei dem normalen 2x11 ist es so, da haben wir auch Aluminiumgabeln drin. Also ihr habt hier wirklich ein sehr straffes Fahren, also das ist schon wirklich extrem hart. Aber es ist trotzdem so, dass ihr über die Reifen noch ein bisschen Komfort generieren könnt. Es richtet sich schon eher an die Leute, die eher in der Stadt unterwegs sind oder halt auf befestigten Radwegen. Viel Offroad fahren würde ich damit nicht, das geht dann schon ganz schön in die Arme. Last but not least, der Einstieg in die E-Strada-Welt geht los beim E-Strada 6.3.4. Ist dann Aluminiumrahmen, Aluminiumgabel, komplett ausgestattet mit Licht und mit Gepäckträger. Und ihr habt hier die 105, also auch wieder Rennradschaltung, aber halt im gehobenen Einstiegssegment. Das heißt, ihr habt hier eine 2x11 Shimano 105 Schaltung. Das E-Strada geht los hier mit dem 6.3.4 für 3,299, geht dann über das Pinion für 4,299 bis hin zum Carbon für 4,499. So, jetzt habe ich es hoffentlich richtig. Wenn ihr euch für so ein Rad interessiert, gerne bei uns. Schaut mal unter www.fitbikes.de/Standorte. Dort findet ihr unsere Standorte und dort könnt ihr dann auch einen Termin buchen und dann könnt ihr bald bestimmt ein E-Strada euer eigen nennen. Das war's mit der E-Strada-Vorstellung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lasst ein Abo da, lasst natürlich auch ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.